Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forex am Morgen, Ihrem persönlichen Markt aus und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtel. Heute ist Montag, der 28.09.2015. Es ist 9.30 Uhr ganz genau. Und bevor wir zum aktuellen Tagesgeschehen kommen, noch einige Worte zum Dow Jones Trade vom Freitag. Wenn Sie sich erinnern können, ich war ja hier short positioniert. Aber der Markt pendelte ja hier elendig seitwärts, konnte keine wirklichen Impulse liefern. Und ich rechnete eigentlich nicht damit, dass ich die Position jetzt noch wirklich mit Gewinn schließen könnte. Denn der ganze Markt letztendlich war impulslos. Wir hatten ein leicht bullisches Momentum. Ich war zwar short, aber gegen Abend setzte dann tatsächlich hier noch ein schöner Sell-Off ein. Und es kam zum Close. Ich konnte die Position gut zumachen. Mit 120 Punkten oder was das war und 150 Punkten. War also sehr zufriedenstellend. Kam dann aber wirklich überraschend. Innerhalb von wenigen Minuten schoss dann hier der DAX, der Dogecoin uns was waren das 230 äh, ging noch sogar ein bisschen tiefer 250 Punkte nach unten also zufriedenstellendes Ergebnis am Freitagabend jetzt zum Montagmorgen in die frische neue Woche was haben wir da im DAX nun der DAX eröffnet heute ein wenig schwächer hier unten bei äh, was ist das 9580 Punkten grob ähm, ja, es ist, ist halt jetzt hier 50 Punkte tiefer gestartet, wurde dann sofort gekauft um 100 Punkte, machte das Pullback hier an das 76er Retracement, das ist die Geschichte und prallte daran sehr, sehr bärisch ab. Das war dieses Pullback an das 76er, Pullback an dieses gebrochene Dreieck und seitdem stabilisiert es sich ein wenig. Das ist mehr oder weniger so eine leicht... Bärische Eröffnung, die sofort gekauft wird. Also dann wiederum eine leicht bullische Eröffnung. Ja, ich meine, wird, eröffnet zwar schwach, aber wird dann sofort gekauft, prallt dann hier ab und geht nach unten rein. Ähm, aus der H4-Perspektive muss man sagen, dass der Markt, und jetzt müssen wir mal hier wieder ein bisschen was wegmachen, Sonst wird das zu viel. Auf der H4-Perspektive müssen wir sagen, dass wir leicht überverkauft sind, aber immer noch an Widerständen bedeutet. Ich tendiere hier immer noch eher zu Short-Positionen anstatt zu long Position, weil wir A an der unteren Trendkanallinie sind, die hier Ihnen noch begrenzt darüber hinaus. Selbst wenn er ansteigen sollte, einige Widerstandslevel liegen hier noch, gerade bei 9780, dann bei 9872 und spätestens bei 10.010 Punkten. Also, ich bin da momentan noch eher auf der Short-Seite. Aber wir sind natürlich auch überverkauft und vom Jahrestief abgeprallt. Und das ist natürlich hier so ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Ja, wir haben letzte Woche das Jahrestief angetestet und da kann dann mal immer schnell so eine Gegenbewegung von ein paar hundert Punkten kommen. Ich meine, die hat ja hier eingesetzt, aber 270 Punkte, das ist noch nichts. Und äh, aus dieser Perspektive bin ich da momentan also eher vorsichtig. Es sieht short aus, ja, und der Short ist auch technisch nicht verkehrt, aber aus der übergeordneten Zeiteinheit. Gilt es nochmal zu berücksichtigen, dass der DAX hier am Jahrestief abgeprallt ist, fast am Jahrestief abgeprallt ist. Der DAX ist so lange Short, eindeutig Short, solange wir hier auch unter diesen H4-Tiefs bleiben. Aber sobald es da grob über das 76er-Retracement geht, ist der Markt eigentlich dann letztendlich. Kurzfristig zumindest geneigt, vermutlich hier nochmal die 9750 oder sogar die 9788 anzutesten. Ja, was den Dow Jones anbelangt, da würde ich jetzt ungern Long Positionen aufbauen. Ähm, wenn überhaupt auch hier nur Short Positionen. Wo ist mein Template? Ähm, wir haben hier aktuell die Sachlage auf dem H4 Chart, dass wir immer noch bärisch unterwegs sind. Man sieht es deutlich, weil der Markt hier. Machen wir es mal ein bisschen größer. So. Weil der Markt hier durchaus das ein oder andere Mal äh, die Trendlinien nach unten hin stetig bricht. Äh, wenn überhaupt, ist der Dow Jones wieder etwas stärker, wenn es über 16.480 Punkte gehen sollte. Über 16.480, das ist mehr so weniger der, der Long Switch für den heutigen Tag, wäre dann Platz bis 16.630 Punkten. Wenn wir kurzfristig mal schauen, stabilisiert er sich jetzt hier, verliert momentan so ein bisschen das Momentum auf dem H1-Chart, dümpelt also so ein bisschen seitwärts vor sich hin. Short-Tendenzen sind da tradebar unter 16.211. Das wäre dann nochmal ein Bruch, der bis zur 16.000er-Marke führen sollte. Bin also heute fragil. Short eingestellt auf den DAX. Was haben wir noch? Schweizer Franken, japanische Yen gefällt mir ganz gut. Der Schweizer Franken ist gegen fast alle Währungen sehr, sehr schwach. Geht es hier unter diese letzten Tiefs, dann hat er diese breite Konsolidierung beendet. Geht es unter 121,90 japanische Yen, bin ich gerne bereit, da auch weiter zu verkaufen. Ansonsten US-Dollar, Schweizer Franken long, das ist die Gegenperspektive. Schweizer Franken, Japanisch Yen ist schwach, macht der US-Dollar, Schweizer Franken jedes Vorwochen hoch nach oben hin. Letztendlich ist dann auch mit Momentum nach oben zu rechnen. Im Euro-US-Dollar sehe ich momentan keine Tendenz. Wenn überhaupt, ist sie vermutlich eher Short. Und wenn es hier unter die 1,1049, 1,10,94 geht, nicht 49, 1,10,94, sind da weitere Short. Tendenzen zu erwarten. Long-Tendenzen, selbst wenn er das letzte hoch bricht, hatten wir am Freitag besprochen, ist riskant. Dann hat er nämlich letztendlich Platz hier bis 1,1316, aber spätestens da ist die Tages-EMA 200. Der schwächere Euro spricht eigentlich für einen stärkeren DAX. Deswegen bin ich da momentan mit dem Short auch noch vorsichtig. Euro jetzt nämlich durchbricht, unterstützt das in der Regel den DAX. Also da muss man vorsichtig sein heute. US-Dollar, Japanisch Yen ist für mich heute noch ein Long-Wert. Ab der 121.30, klassisches Long-Szenario, ist jetzt schon gut unterstützt mit dem Pullback hier auf diese kleine Konsolidierungsformation. Und der US-Dollar-Cut ist für mich heute noch relevant. Eine Long-Position im Bereich von 1.33 mit einem relativ engen Stop 1.32.80. Alternativ wäre noch die 1.33.60 als Ausbruchsszenario relevant. Das war es von meiner Stelle aus, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen heute viel Erfolg. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.